Müller. Ah, Schmutz natürlich, nicht Müller, Schmutz. Dann noch einmal Schmutz. Dann Duvos, Schmutz, Schmutz! Mit dem 1-0 in dieser Partie. Und dann ist es so, dass die Visper da hart bestraft werden für ihre erste genommene Strafe. Reto Schmutz mit dem 1-0. Dann Duvos, Schmutz, Schmutz! Mit dem 1-0 in dieser Partie. Und dann ist es so, dass die Visper da hart bestraft werden für ihre erste genommene Strafe. Reto Schmutz mit dem 1-0. Nachdem Visp in der Aschua in Führung ging als erstes, kann es jetzt Aschua in Visp gleich tun. Josephs und dann irgendwo kein Ablenken. Nein, Holdener nahm da nur die Sicht und Troy Josephs mit dem Ausgleich zum 1-1 im Powerplay. Wir waren es bereits am Mittwoch, der da im Powerplay traf, Troy Josephs, und heute also schon wieder. Ritz. Ah, schön in die Mitte gespielt, noch einmal ein Querpass, nein, direkt abgeschlossen. Was für ein Hammer-Tor von Andy Furrer. Haut er das Ding aus kürzester Distanz unter die Latte. Der langjährige Stürmer oder eben unterdessen Verteidiger versucht einen Gegner an die Banden rauszudrängen. Das geschieht hier auch ganz gut. Zentrum im Griff. Oder nein, nicht ganz. Jonathan Hazen mit dem Ausgleich. Das sah doch so gut aus bei den Vispern. Und dann findet eben dieser Hazen doch irgendwo noch eine Lücke. Zieht vors Tor. Da ist man dann einmal nicht konsequent genug und das reicht. Auf Ruhe, zurückgelegt, Auert und Lars Frey tatsächlich mit dem Ende des Powerplays staubt da Lars Frey zum 3-2 ab. Ah, bitte, bitte für den RC Visp, da ist die ganze Partie gedreht innerhalb von wenigen Minuten. Nicht das leere Gehäuse getroffen, das war glaube ich der Pfosten und dann aber doch noch aus der Drehung raus zum 4-2 die Entscheidung herbeigeführt. Der HC Aschua wird somit auch die zweite Partie in diesem Playoff-Viertelfinals gewinnen. Und natürlich, ja, Lodi wieder draußen und dann, ah, diesen Fehler darfst du nicht begehen. Ja, Sandro Wittmer ärgert sich entsprechend. So einen Pass kannst du gar nicht spielen, dann vor dem eigenen Tor noch durch. Das ist klar, dass das ins Auge gehen muss. Reto Schmutz also Doppeltorschütze heute. Er hat das Score in dieser Partie eröffnet und er beendet es auch mit dem 5-2.